Lieben, und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Food Haul. Diesmal wieder mit mir. Wir haben heute Montag und waren einkaufen. Irgendwie ist das Licht mega dunkel gerade. Hallo. Wir waren gerade einkaufen und haben 57 Euro ausgegeben. Ja, ich glaube 57 Euro. Ja, wir waren wie immer bei Kaufland diese Woche waren wir ein bisschen teurer, denn wir haben wieder Sachen gekauft, die leer waren. Ja, und das musste halt einfach alles wieder ein bisschen aufgestockt werden. Deswegen waren wir so ungefähr 10 Euro teurer, als wir sonst sind. Aber wie gesagt, muss halt auch sein, ne? Das war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Und ich würde einfach sagen, wir fangen sofort an. So, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Sache an, die nämlich wieder leer war. Und zwar haben wir für unsere Spülmaschine wieder Spezialsalz gebraucht. Das holen wir eigentlich auch so gut wie jeden Monat, würde ich jetzt sagen. Und das war jetzt leider wieder leer, deswegen musste da wieder eine Packung mit. Wir haben wieder die bunten Rosen mitgenommen. Finde ich jetzt nicht wunderschön, aber ich finde die besser, als dass hier gar keine Blumen stehen. Weil wenn hier keine Blumen stehen, finde ich, sieht das irgendwie so trist aus oder so. Und deswegen habe ich die einfach mal wieder mitgenommen. Diese Woche war wieder Trinken für mich im Angebot. Und da habe ich mir diesmal wieder was mitgenommen. Ich hatte ja jetzt, als es so mega warm war, nur Wasser getrunken, weil mir das mit den Zero-Getränken einfach zu viel war, weil sie ja im Endeffekt trotzdem süß sind. Und deswegen hatte ich da absolut gar keine Lust drauf. Und deswegen habe ich mir diesmal wieder zweimal Cola Zero mitgenommen. Dann zweimal Orange Zero und ebenfalls zweimal Zitronen-Limetten-Geschmack-Zero. Genau, die haben jetzt auch ein neues Design. Finde ich auf jeden Fall schöner als vorher. So, dann hat Tim sich wieder ein Malzbier mitgenommen für unseren Cheat Day quasi. Und wir brauchten noch ein neues Duftspray. Da haben wir diesmal einfach die billige Variante von Kaufland selber mitgenommen. Sonst holen wir immer von Febreze die Dinger. Dann durfte für Tim natürlich Milch nicht fehlen. Zweimal wieder 1,5. Meine Milch hatten wir vergessen. Da konnten wir dann nochmal zurücklaufen und haben auch nochmal zwei Pakete für mich geholt. Dann wieder einen Sack Kartoffeln. Machen wir weiter mit der zweiten Tasche. Da brauchten wir wieder eine neue Packung Tempos, denn die im Wohnzimmer sind wieder leer. So, und dann eine Sache, die wir quasi mitgenommen haben, aber nicht für den Wocheneinkauf, ist ein Rasierer von Philips. Tim hat ja, ich weiß nicht, ob er es jetzt schon öfters erzählt hat, auf jeden Fall keinen vernünftigen Rasierer mehr, denn der ist kaputt. Deswegen sah er das letzte Mal ja auch so bewachsen auf dem Kopf aus. Deswegen hat er sich jetzt einfach mal diesen Rasierer hier von Philips mitgenommen. Der ist jetzt für 14,99 € im Angebot. Genau. Für Tim haben wir einen neuen Deo-Roller wieder geholt, denn seiner war auch wieder leer. Da haben wir jetzt einfach einen von Fahr genommen. Käse war auch im Angebot. Da habe ich mich mega gefreut, weil ich liebe ja Käse. Ich esse Wurst ja eigentlich gar nicht so gerne. Und Käse hat teilweise echt viele Punkte oder ist halt extrem teuer, wenn er wenig Punkte hat. Und deswegen habe ich mich hier drüber sehr gefreut, denn das ist von Saint-Albre, ein mild, würzig und cremiger Käse. Der hat jetzt 1,99 € oder so gekostet und ist von den Punkten her auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Deswegen habe ich mir den einfach mal mitgenommen. Und Tim hat sich einmal von Almkäse 10 extra feine Scheiben würzig, nussig, ne, mitgenommen. War, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auch im Angebot. Ich glaube für 99 Cent. Und einmal geriebener Leitkäse durfte natürlich nicht fehlen. So, dann haben wir diese Woche wieder zwei Gurken mitgenommen. Fürs Essen und auch, also für Gerichte und halt auch fürs Frühstück oder so. Eine orangene Paprika. Wir haben übrigens heute unsere Tüten vergessen. Dann haben wir für unseren Cheat Day quasi wieder Süßkartoffelpommes mitgenommen. Und die von Kaufland kann ich euch wirklich so, so empfehlen. Klar, die sind nicht punktefreundlich, um Gottes Willen, das sind Pommes. Aber wenn ihr auf Süßkartoffelpommes steht und die nicht selber machen wollt, weil euch die vielleicht zu matschig oder so werden, versucht die auf jeden Fall mal. Die sind Bombe, ehrlich. Dann durfte für Tim ein neues Toast natürlich nicht fehlen. Davon esse ich mir ab und zu, wenn ich jetzt morgens mehr Hunger habe, auch mal zwei Scheiben. Denn was Punkte angeht, sind die eigentlich auch relativ punktefreundlich. Es kommt natürlich immer darauf an, wie viele Punkte man jetzt hat. Wenn man halt wirklich nur so 20 Punkte oder so am Tag hat, dann natürlich nicht. Aber wie bei mir jetzt mit 40 Punkten ist das wieder was anderes. Dann durften auch Wraps nicht fehlen und ich freue mich diese Woche so auf Wraps. Wir hatten letzte Woche bei meiner Mutter ja Wraps und keine Ahnung, ich habe irgendwie diese Woche mega Lust darauf gehabt. Dann sind
sind einmal wieder Frühlingszwiebeln mitgekommen, auch wieder für ein Gericht und für mein Omelette morgens. Und einen Eisbergsalat, auch für zwei Rezepte. So, und dann haben wir hier noch zwei Paprika, einmal eine gelbe und eine rote. Genau, diese Woche einfach mal von allem etwas. Dann war von WC-Ente diese Spender hier wieder im Angebot. Dann hat Tim sich wieder seine Reiswaffeln eingepackt. Wir wissen gar nicht, ob die überhaupt leer waren. Ein paar Reiswaffeln. Und für unser Essen diese Woche von Maika wieder die Geflügelwürstchen, sind punktefreundlich, aber hallo, also auch sehr große Empfehlung. Ja, wie ihr wisst, frühstücke ich morgens immer Toastbrötchen. Mittlerweile, habe ich ja schon öfters gesagt, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich davon nicht mehr wirklich satt werde. Und jetzt esse ich dann manchmal Toast oder hole mir Brot, aber das hat mir auf Dauer irgendwie auch zu viele Punkte. Und dann habe ich jetzt einfach mal die hier mitgenommen. Das sind jetzt Bio-Toastbrötchen-Roggenmisch. Die sind auch sehr punktefreundlich. Ich glaube, dass Daniela die immer mitgenommen hat. Deswegen bin ich da jetzt auch mal drauf angesprungen. Ich dachte eigentlich immer, die wären total teuer. Aber die kosten 99 Cent und ich finde, das geht mega klar. Wobei die anderen Toastbrötchen 89 Cent kosten. Klar, da ist mehr drin. Hier sind jetzt nur vier drin. Aber ich finde, allein schon, weil die halt auch größer sind, hoffe ich mal, dass die halt mehr sättigen. Die haben mich sehr, sehr angesprochen, deswegen habe ich die diesmal mitgenommen. Dann haben wir wieder ein Dreierpack Mais mitgenommen. Und weil die bei uns im Moment keinen Thunfisch haben, weil es da wohl irgendwie Probleme oder so gibt, haben wir Thunfischfilet in so einer Dreierpackung mitgenommen. Da sind jetzt einfach drei kleine Dosen drin mit 80 Gramm. Also haben wir einfach 240 Gramm Thunfisch. Finde ich auf jeden Fall sehr passend. Ist da nämlich auch nicht zu viel. Dann ist eine Möhre wieder mitgekommen, nur eine einzelne. Eine neue Zahnpasta. Und dann kommen wir jetzt zur letzten Tasche, und zwar zur Kühltasche. Ich weiß, ich habe gerade eben schon ein paar Sachen gezeigt, die eigentlich auch in die Kühltasche gehören, aber die ist voll. Hier haben wir wieder einmal Tiefkühlbrokkoli und Blumenkohl. Dann haben wir uns wieder einmal Salami mitgenommen. Tim mag die auch sehr, sehr gerne. Und das Passende ist natürlich, die kosten 99 Cent. 99 oder 90 Cent. Und haben halt auch 50% weniger Fett und die ist wirklich sehr, sehr lecker. So, dann hat Tim sich für unseren Cheat Day diese Woche Chicken Nuggets mitgenommen. Diesmal kam dann auch wieder einmal Frischkäse Light mit. Den esse ich mittlerweile zum Frühstück. Tim liebt den auch total und deswegen, gut war auch, dass er diese Woche wieder im Angebot war, deswegen haben wir den einfach mal mitgenommen. Dann gab es für Tim wie jede Woche wieder Pizza. Die hatten diesmal nur noch Margherita-Pizza, deswegen hat er die einfach eingepackt. Und für unseren Cheat Day haben wir noch was mega Geiles mitgenommen. Und das war auch im Angebot und zwar für 1,88 und zwar Pizza. Oh. Ja, Tim hat sich einmal Mozzarella Pesto mitgenommen. Und zwar waren nämlich die traditionelle Pizzen im Angebot. Ja, da hat er sich, wie gesagt, einmal Pesto mitgenommen und die ist so lecker, ohne Witz. Und ich habe mir aber dann einfach nur eine normale Salami mitgenommen. Ja, also Pizza und Burger, das sind so Sachen, sehr schnell, denn ich liebe sowas einfach. War halt auch der Grund, warum ich natürlich so aussah, ne? Deswegen freut man sich jetzt halt auch einfach so mega darauf, wenn man endlich wieder Pizza isst oder so. So, dann kommen wir jetzt langsam mal zum Ende. Ich habe mir einmal wieder meinen Dubla mitgenommen. Und was Tim sich mitgenommen hat, war Froop, denn der war im Angebot für diese Woche. Und zwar hat er sich einmal die limitierte Edition Zitrone Limette mitgenommen. Und jeder, der Tim kennt, weiß, dass Tim Zitronen, Limetten, alles was damit ist, einfach nur liebt. Dann haben die noch so eine Tropik-Variante, ich glaube zwei verschiedene. Da hat er sich dann einmal Ananas-Passionsfrucht mit Acerola mitgenommen und einmal in Kiwi, weil er liebt Kiwi. Ebenfalls im Angebot waren diese Woche Himbeeren. Dann kam wieder eine Packung Kräuterquark in Light mit. Der ist übrigens auch sehr, sehr lecker. Und die zwei letzten Sachen, wie jede Woche, ein zuckerfreies Energy, sugarfree Energy und ein neues Salatdressing, wobei ich sogar glaube, dass wir noch eins hier haben. Aber hier ist noch eins. Das war's. Also ich persönlich finde, es ist echt viel, was ich jetzt hier gerade so sehe und dafür dann nur 57 Euro. Finde ich, geht voll klar. Ich brauche mal gerade mein Handy. Hallo. So, ich lese euch dann jetzt mal vor, was es diese Woche zu essen gibt. Heute haben wir ja Montag. Bei uns gibt es heute unsere Nudelpfanne. Die gab es eigentlich letzte Woche. Aber da wir ungeplant quasi bei meiner Mutter waren, gibt es das halt einfach heute. Morgen gibt es dann Wraps und zwar einfach mit Frischkäse, Salat und dazu dann halt Thunfisch und dann halt den ganzen anderen Belag noch. Ich hatte irgendwie keine Lust auf Hähnchenfleisch oder so. Wir haben auch diese Woche kein Hackfleisch gekauft, also einfach mal ohne Hackfleisch, ohne Hähnchen, einfach mal mit
Thunfisch. Freue ich mich auch sehr drauf. Am Mittwoch gibt es Kartoffelsuppe. Ich liebe diese Kartoffelsuppe. Und im Moment ist das Wetter ja eigentlich echt ruhig, also was die Hitze angeht. Deswegen denke ich mal, kann man sowas auch wieder essen. Am Donnerstag gibt es Salat mit Kartoffeln für mich. Und für Tim gibt es natürlich Pizza, denn der Herr isst ja keinen Salat mit Kartoffeln. Am Freitag gibt es Pizza mit Pommes und für Tim halt Nuggets. Am Samstag Couscous-Salat mit Frikadellen und Baguette. Und am Sonntag gibt es für mich Kartoffelauflauf und für Tim Pizza. Ja, und das war's diese Woche mit unserem Einkauf. Ich finde auf jeden Fall, das geht absolut klar. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr gerade auch am Abnehmen seid, was so euer Must-Have, falls ihr einen Cheat-Day habt, was so euer Must-Have-Cheat-Day-Essen ist, beziehungsweise falls ihr nur ein Cheat-Meal habt, was so euer Must-Have-Cheat-Meal ist. Das würde mich mal mega interessieren. Wie gesagt, bei mir ist es auf jeden Fall Pizza. Und das war's jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über euer Feedback unten in den Kommentaren freuen. Gerne auch über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video wieder.